Zuerst mal herzlichen Dank an alle Organisatorinnen und Organisatoren für diese ehrenvolle, aber auch sehr herausfordernde Einladung nach Graz, an diesem Ort, das wahrlich zum Thema Sprachen vieles zu bieten hat. Es beflügelt ja, sei es national durch das hiesige österreichische Sprachenkompetenzzentrum, unser Organisator, und auch natürlich europaweit durch das EFSZ des Europarates. Weitgespannte Linien also gehen von Graz aus und ich kann Ihnen versichern, sie werden wahrgenommen. Herausfordernd ist diese Veranstaltung auch, weil es mit dem Wortspiel erleben gilt, diese ungewöhnliche, aber bei näherem Hinschauen eigentlich sehr sinnige Verbindung zwischen Luft, Lust und Erleben von und mit Sprachen herzustellen. Das hat mich gereizt. Es regt zum Denken an und es regt an, nach fernen Horizonten zu schauen. Mein Name ist eben Rita Franceschini. Ich bin für die nächste Stunde Ihre Pilotin und wir begeben uns zum Gate. So geht es nicht. Geht es auch nicht. So auch nicht. So auch nicht. So auch nicht. Ja, jetzt geht's. Wir begeben uns zum Gate und da steht auf unserer Bordkarte Ziel Mehrsprachigkeit. Also dann los. Viele Wege führen zu diesem Ziel. Und schon beim Abheben sind wir für Mehrsprachigkeit ausgestattet. Ich meine damit, dass erstens unser Gehirn nicht allein für die Aufnahme einer Sprache ausgestattet ist, wie wenn es sonst überlaufen würde. Nein, unser Gehirn vernetzt neue Erfahrungen und davon kann es nicht genug kriegen. Lernen, sagt man dem auch mitunter. Und so ist es auch bei Sprachen. Unser Gehirn kann ebenso gut mit 2 bis 3 bis 4 Sprachen umgehen. Davon sprechen nun seit über 15 Jahren sehr eingehend unterschiedlich angesetzte Studien. Nutzen wir also auch didaktisch diese Fähigkeit des Vernetzens unter Sprachen. Ja, mit 2 und mehr Sprachen umzugehen, regt das Gehirn an. So haben wir in einer interdisziplinären Studie am Kompetenzzentrum Sprachen der Uni Bozen beispielsweise gerade kürzlich eine Entdeckung gemacht, die auch prominent eben hier publiziert worden ist. Wir sind dabei der Frage nachgegangen, ob das Aufwachsen mit 2 Sprachen, sei es in der Familie oder durch die Tatsache, dass in der Familie nicht die Schulsprache gesprochen wird, was bei sprachlichen Minderheiten oder Volksgruppensprachen der Fall ist oder auch bei Personen, die durch neue Immigrationen hierher kommen. Also wenn man im Alltag kontinuierlich mit 2 Sprachen zu tun hat, ist dies mit speziellen kognitiven Mustern in Verbindung zu bringen. Wir sind dieser Fragestellung sehr ergebnisoffen nachgegangen und zwar auch mittels Magnetresonanz. Und in der Tat haben wir bei bilingual aufwachsenden Kindern im Alter von 4 bis 12 Jahren sogar einen nichtsprachlichen Ort gefunden, der sich im Verlauf der Untersuchung speziell dicht entwickelt hat. Also innerhalb von 2 Jahren haben Kinder mehr graue Materie beispielsweise genau in diesem Hirnareal aufgebaut, sind also fitter geworden, sind sozusagen Muskeln im Gehirn gewachsen. Wir beginnen zurzeit eine Studie, die sich mit dem retardierenden Effekt von Mehrsprachigkeit auf Altersdemenz befasst. Wir gehen der Frage nach, welches System im Gehirn besonders fit ist durch die mehrsprachige Erfahrung im Laufe des Lebens, sodass degenerative Krankheiten wie Alzheimer beispielsweise nachweislich bei mehrsprachigen Personen im Schnitt 4 bis 5 Jahre später ausbricht. Sprachen erleben heißt, ja, das Motto der Tagung und in der Tat auf eine einfache Formel gebracht, lernen wir das, was uns die Umgebung bietet. Durch emotional enge Kontakte mit unseren Eltern oder weiteren Betreuern, mit Freunden, alle sind sie in gewisser Weise Lehrpersonen oder Vorbilder. Wir lernen oder erwerben so Redeweisen, Dialekte, Berg- und Talvarietäten, Umgangssprachen, Standardsprachen, Fremdsprachen, sowohl in und durch die Umgebung, in der wir aufwachsen, als auch in der Schule und in Kursen.
Heute gilt als mehrsprachig, wer im Alltag mehr als eine Sprache regelmäßig verwendet. Und zwar funktional adäquat, also angemessen, nicht perfekt, wie es auch kürzlich Professor Krumm dargestellt hat in einem sehr schönen Interview. Denn niemand ist perfekt, weshalb sollte es ausgerechnet der Zweisprachige sein? Ein Mehrsprachiger kann einiges mehr, was ein Einsprachiger nicht kann, beispielsweise flexibel mit Sprache umgehen, aber auch mit unerwarteten Situationen. Er kann von einer Sprache in die andere wechseln und weiteres mehr. Mehrsprachig kann ein Individuum sein, daran denken wir wohl als erstes, doch auch Gruppen. Gruppen können sich mehrsprachig verhalten, wenn man beispielsweise an Sitzungen mehrere Sprachen verwendet. Institutionen können sich mehrsprachig verhalten, wenn sie beispielsweise sich Regeln geben, wie die Sprachverwendung im Betrieb oder im Amt so ablaufen soll. Meistens ist eine Institution sich nicht gewahr, dass sie eigentlich mehrsprachig ist, aber sie ist es sehr oft. Gesellschaften sind als mehrsprachig dann auch zu bezeichnen, wenn sie in ihrem Inneren mehrere Sprachen zum historischen oder neueren Erbe gehören. Weshalb kommt jetzt das wieder? So, voilà. Aus wissenschaftlicher Sicht überwiegen nach all dem, was wir wissen, die Vorteile der Mehrsprachigkeit klar und deutlich. Es gibt auch einige Nachteile. Ich würde sie auf mindestens drei, auf sehr unterschiedliche Ebenen ansiedeln. Erstens ist ein Mehrsprachiger verfügt über einen breiteren Kommunikationsraum, der mit, also eine mehrsprachige Person kann dann potenziell eben mit mehr Personen und mit mehr Gesellschaften in Verbindung treten, was wiederum seinen Erlebnisraum erweitert und verbreitert. Nicht von ungefähr haben sich Mehrsprachige als innovativ denkende Personen herausgestellt. Im Schnitt, nicht alle. Zweitens, daraus erwachsen aber, und die Wirtschaft hat dies schon lange erkannt, nicht unerhebliche Berufschancen. An der Freien Universität Bozen bilden wir beispielsweise Studierende in drei Sprachen aus. Sie werden auf dem Arbeitsmarkt sehr schnell aufgenommen. Drittens, wie eingangs eben gezeigt, ergeben sich durch das Aufwachsen und Lernen von mehreren Sprachen eindeutige kognitive Vorteile. Mit diesen drei dichten Einsichten im Handgepäck, den kommunikativen also, den wirtschaftlichen und den kognitiven Vorteilen, machen wir uns auf die Reise. Unser Gate ist geöffnet, bald geht es los. Die Landepiste ist in Sicht. Wir heben also mit den besten Voraussetzungen zu unserem Horizont Mehrsprachigkeit ab. Alles ist bestens, nichts steht uns im Wege. Wir Menschen sind für Mehrsprachigkeit equipped, dafür also ausgestattet, mit allem drum und dran, mit Hard- und Software sozusagen. Wir heben ab, genießen den Flug, sehen weit über die Berge, bis hinunter vielleicht ans Meer. Wir sind also auf Kurs. Manche fragen sich, vor allem Entscheidungsträger, wann denn der richtige Beginn für das Sprachlernen ist. Wir lernen, hier ein Kind mit seinem Propeller, wir lernen mit einer wie auch mit mehreren Sprachen eigentlich zu jonglieren und das von Kindsbeinen an. In jeder Sprache muss man lernen, wie gespielt wird, wie gesprochen wird, wie geschrieben, allgemein wie kommuniziert wird. Und die Spielfreude ist bei Kindern besonders groß, doch erlischt sie bei Erwachsenen auch nicht. Man sieht es ja an den vielen elektronischen Geräten, die auch Erwachsene in den Bann ziehen. Es ist also nie zu spät. Long Life Learning ist also angesagt. Wir fliegen sanft daher. Aber auch Sie wissen, dass Flüge ihre Tücken haben. So auch hier. Einige Fluggäste sind am Boden geblieben. Es gibt Verspätungen. Wer kennt das nicht? Irgendetwas hat nicht geklappt. Die Wetterlage, die Logistik, die Technikstreiks und vieles anderes mehr. Etwas verhindert, dass einige Fluggäste rasch
den Horizont erreichen, andere hingegen nicht. Einige verhindert, dass einige nicht so rasch ans Ziel kommen, wie es etwa die Natur vorgesehen hat. Was ist es denn? Sprachen sind nun mal nicht so ein mechanisches Ding. Mit einem Schalter, um es an- und abzustellen oder in den Ruhestand zu versetzen. Sprachlernen ist komplexer. Wie man bei einem Flugzeug auch nicht sagen kann, es braucht Geschwindigkeit und Flügel und dann geht's. So einfach ist es nicht, davon können Lehrer ja ein Lied singen. Es geht nicht wie bei einem Trichter, auch jahrelanges Sprachebüffeln bringt oftmals ganz und gar nicht befriedigende Resultate. Eine gute Didaktik kann hier Abhilfe leisten, doch manchmal kommt man auch damit nicht viel weiter. Es geht erstens beispielsweise nur, wenn man das, was man erwirbt, auch liebt. Mag man die Sprecher dieser Sprache beispielsweise überhaupt nicht, dann ist das Sprachenlernen schwieriger. Es fehlt die positive Motivation. Dieser Hinweis, für den es genügend Beweise gibt, ist für die didaktische Praxis sehr relevant. Es müssen positive Kontexte geschaffen werden, in und außerhalb der Schule. Zweitens, eine weitere Motivation ist, Entdeckungen zu machen, sei es bei Reisen oder um andere Personen kennenzulernen. Fehlt diese Motivation, sich Neuem zu öffnen, neue Sichtweisen anzunehmen, denn durch jede Sprache sieht man die Welt leicht anders, so gibt es beispielsweise in den romanischen Sprachen keinen Begriff für das oft verwendete deutsche Wort Überforderung. Gibt es nicht. Man muss es umschreiben. Ob es die Überforderung nicht gibt, das will ich jetzt nicht diskutieren oder ausführen. Oder es gibt den Begriff Heimweh nicht. Berühmtes Beispiel. Natürlich haben auch romanischsprachige Personen Heimweh manchmal. Drittens. Obwohl natürlich angelegt, lernen nicht alle Kinder und Erwachsene gleich. Das mag banal klingen, doch wie oft schlagen wir alle Kinder über einen Leisten, wenn es um Sprachenlernen geht. Ein Dreisprachiger lernt anders als ein Einsprachiger, beispielsweise schneller. Schließlich gibt es auch Begabtere und Unbegabtere in Sachen Sprachen. Ich konnte nie beispielsweise über das Reck springen. Viertens, es gibt Gesellschaften, die zur Mehrsprachigkeit einen lockereren Umgang haben, weil sie seit Jahrhunderten in Kontakt mit anderen Sprachen stehen, sich gegenseitig bis zu einem gewissen Maß verstehen und die andere Sprache mehr oder weniger gut sprechen können. Meist sind es die Minderheiten, die mehr darauf angewiesen sind, die Sprache der Mehrheit zu erwerben. So, um nur ein Beispiel zu nennen, kleinere Berggemeinschaften wie die Ladiner in Südtirol, die für ihr wirtschaftliches Überleben Kenntnisse des Italienischen und Deutschen haben müssen, um überhaupt wirtschaftlich zu überleben. Fünftens, es gibt Gesellschaften, die zur Mehrsprachigkeit eine schwierigere Beziehung haben. Nicht wegen den Sprachen an sich, daran liegt es nicht, sondern wegen zurückliegenden Verwerfungen durch Kriege und am Lodern gehaltenen Feindschaften. Doch was können heutige Generationen dafür, dass mal ihre Großeltern sich haben aufwiegeln lassen? Solche Kriegsbeile endlich zu beseitigen, stünde in einem Europa der Regionen gut an und in einigen Grenzgebieten gelingt dies auch, wie hier beispielsweise. Es sollte wieder zur Selbstverständlichkeit werden, mit den Nachbarn im Austausch zu stehen und bitte nicht allein mit Englisch. Sechstens. Einsprachigkeit scheint allgemein hemmend zu sein. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Kinder mit mehrsprachigem Hintergrund oft sehr geschickt mit Sprachen umgehen, weil dies auch zu ihrem Alltag gehört. Eine dritte, vierte Sprache darauf zu packen, macht ihnen weniger Mühe. Siebtens, ein weiterer hemmender Grund ist Argwohn. Und es ist noch nicht gänzlich überwunden. Immer noch geistert herum, ob denn ein Zweisprachiger auch loyal ist. Wozu fühlt er sich wohl zugehörig? Ist er dies oder jenes? Ist ihm zu trauen oder ist er ein Wolf im Schafspelz? Glauben Sie mir, solche Einstellungen sind noch tief verwurzelt, leider, und noch nicht ganz überwunden, obwohl man viele Sonntagsreden auf die Mehrsprachigkeit hört. Viele unter uns, wahrscheinlich alle, weisen diese Gedanken weit zurück, doch mir scheinen sie da und dort noch durchzuschimmern. Wie alte, überlebende ideologische Reste.
Letztlich will ich damit sagen, dass wir mit Sprachen auch immer Einstellungen, mit Einstellungen zu rechnen haben. Sprachen sind immer mit Einstellungen verbunden, die in der Familie, in der Gruppe tradiert werden. Es ist schwierig, dagegen anzukämpfen, Stereotype zu durchbrechen, etwas Neues entgegenzusetzen. Wir tradieren als Eltern, als Lehrer auch Einstellungen. Ich kann dabei die beste Didaktik lernen, doch tief verwurzelte Einstellungen können stärker sein. Nun sind wir hier oben in der Luft in Turbulenzen geraten. Wir hintersinnen uns. Es ist doch nicht ein ganz ruhiger Flug, denn ach je, es gibt ja nicht nur diese grenzenlose Freiheit, sondern auch Rahmenbedingungen. Es gibt Rahmenbedingungen, die beispielsweise einem verstärkten Sprachunterricht nicht besonders gut anstehen. Verstärkt wird auf organisatorischer Ebene nach Lösungen gesucht und wir haben viele gesehen und gehört und werden sie noch hören in diesen Tagen. Sind beispielsweise bilinguale Züge eine Lösung oder gewichtete Klassen in L1 und L2? Ich meine damit gewichtete Klassen, wo L1 und L2 Lerner irgendwie so gewichtet werden, dass eine Sprache überwiegt und es klar wird, in welche Richtung die Schule geht. Wir begleiten ein solches Projekt im Moment in der Goethe-Schule in Bozen, eine deutschsprachige Schule, die viele auch italienisch und anderssprachige Kinder mitbetreut. Doch genug der Klagen. Schauen wir uns nochmal den Horizont an. Er ist immer noch da, er hält durch seine vielfältigen Komponenten und auch erreichbar. Also lassen wir unsere Kinder, aber nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen, davon profitieren, in welcher Kombination auch immer. Denn die Sprachen sind wie Fluglinien, die sich kreuzen. Sie machen einen auf Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge aufmerksam. Wozu lernen wir eigentlich Sprachen? Eben zum Vergnügen beispielsweise oder weil wir denken, dass es für uns oder für unsere Kinder beruflich von Vorteil ist oder weil wir möchten, falls die Kinder in einem anderen sprachlichen Umfeld aufwachsen, dass sie mit ihren Großeltern noch reden können, ja, um die Familienbande aufrechtzuerhalten. Daran denkt man vielleicht nicht immer, es ist aber sehr wichtig und wichtiger, wenn Europa langsam eine Erasmus-Generation hat. Und zwar von Eltern, von Erasmus-Eltern. Es gibt Erasmus-Kinder, Großkinder, ja, die von Norwegen bis Spanien die unterschiedlichsten Sprachen sprechen. Doch die Großeltern sind vielleicht immer noch im Dorf. Dass die Kinder mit ihnen noch die Zeit genießen können, ist für viele zweisprachige Paare eine wichtige Motivation, die Herkunftssprachen ihren Kindern weiter zu tradieren. Gerade bei Familien mit Migrationshintergrund und bei hochmobilen Personen überhaupt kann dies mit ein Grund sein und bei historischen Minderheiten sowieso. Es wird Abend. Wir landen bald. Langsam ist die Stadt in Sicht. Was sollte man von dieser Reise mitnehmen? Oder wen sollte man auf eine solche Reise mitnehmen? Ich denke in erster Linie die Eltern. Zweitens die Lehrer. Drittens doch auch die Mitbürger. Das heißt, die Zivilgesellschaft im weitesten Sinne muss überzeugt sein, dass Mehrsprachigkeit althergebrachte, historisch verankerte oder neue Wertschätzung entgegengebracht werden soll. Und viertens sollen mit auf die Reise kommen natürlich auch Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft und Wissenschaft. Wie in einem gut organisierten Flugzeug sollten mindestens diese vier Akteure zusammenarbeiten, damit das Ziel erreicht wird. Haben Eltern negative Einstellungen zu einer Sprache, beispielsweise zu einer Nachbarsprache, kann sich die Lehrperson noch so liebevoll bemühen, das Kind an diese Sprache heranzuführen. Der Erfolg kann ernüchternd ausfallen. Findet ein Kind beispielsweise die Sprache toll, der zu Hause mit Naserümpfen begegnet wird, dann kommt das Kind in eine Position, in der es emotional wählen muss. Folge ich den Eltern oder nicht? Es bekommt Loyalitätsprobleme. Das kann traumatisch sein. Ich möchte es nochmal betonen. Um gute Mehrsprachigkeitsresultate zu erreichen, meint man oftmals, man müsse die Techniken verfeinern.
beispielsweise die Didaktik raffinierter machen, wie bei einem Flugzeug. Damit weniger vom Himmel fallen, muss man die Technik verbessern. Nichts dagegen. Ja? Aber es gibt doch auch andere Faktoren. Wir sollten nicht vergessen, dass der Faktor Mensch ebenso relevant ist. Jemand hat einen Herzinfarkt am Steuer, unerwartet einen Gehirnschlag, tragischerweise. Vergessen wir die weichen Faktoren aber nicht, so nennt man sie komischerweise, auch bei den didaktischen Bemühungen. Ich meine damit nicht so sehr die Lehrpersonen, die eigens dafür ausgebildet werden, sondern ich meine damit den gesellschaftlichen Kontext. Diese spielt eine Rolle, eine eminente Rolle. Diesem Kontext können die Lehrer wenig entgegensetzen. Ist die Schule in einer Umgebung, die Mehrsprachigkeit gegenüber negativ eingestellt ist, dann schafft es die Schule allein kaum oder mit sehr viel Mühe, ein positives Verhältnis zur Mehrsprachigkeit zu vermitteln. Legen Sie deshalb, wenn ich das so sagen darf, auf emotionale, positive Faktoren, die die Einstellungen verändern, sehr viel Wert. Ich lerne gerne die Sprache meiner Freunde. So einfach ist es eigentlich. Da, wo ich mich zu Hause fühle, ja, diese Sprache, wo ich mich zu Hause fühlen darf in einer Umgebung, diese Sprache, diese Freunde lerne ich gerne. Und Einstellungen ändern, ja, wie kann man das? Indem man beispielsweise Personen Erlebnisse bietet. Sprachen erleben, eben. Ich kann durch unsere Erfahrungen nur sehr nahelegen, viel Wert auf eine gute Integration der Eltern zu legen, vor allem in Kontexten, wo es um Minderheiten geht, historische und neue Minderheiten. Nur wenn alle Akteure zusammenspielen und mitspielen können, sind Programme zur Förderung der Mehrsprachigkeit nachhaltig zu stemmen. Denn, ich hoffe, wir sind uns hier alle einig, dass die Vorteile der Mehrsprachigkeit für alle Kinder, Jugendliche, aus welchem Elternhaus auch immer, und Erwachsene zur Verfügung gestellt werden sollten. Was können wir also tun? Hier einige Vorschläge. Ich denke, man hat sehr viel getan in den letzten Jahren. Ich habe hier nur kurz aufgezeigt, wo man vielleicht früher vor allem sich bewegt hat. Doch ich denke, wir müssten, kann man es lesen? Nein, ich muss es lesen. Ich denke, was vernachlässigt worden ist, aber ich bin sehr glücklich darüber, dass ein Workshop darüber stattfindet, ist der ganze außerschulische Bereich. Schulen sind wichtig, wie die Technik im Flugzeug. Aber der außerschulische Bereich ist auch da. Das ist so ein weicher Faktor, der noch zu wenig beachtet wird. Hier steht, also vernachlässigt als Ort des Lernens sind beispielsweise eben außerschulische Kontexte, wo selbstaktives Lernen möglich ist. Das ist sehr wichtig für den Menschen, selbstaktiv sich etwas anzueignen. Durch Handeln lernen, etwas zusammen tun, eine Baumhütte basteln, ja? Fußball spielen. Das Peer-Learning hat sich erwiesen, dass es etwas sehr Wichtiges ist unter Kindern, dass sie untereinander, ja, Gutes wie Schlechtes, aber auch Gutes lernen. Ja, also nutzen wir auch dies aus. Wir haben in Saarbrücken Tonband, also Digitalgeräte auf die Bänke der Schüler gelegt, die früh Französisch gelernt haben, wie die einander helfen. Es war viel wichtiger zu schauen, wie die Kinder untereinander sich verhalten und gegenseitig sich behelfen. War auch wichtig, wie der Lehrer, die Lehrerin gesprochen hat, aber es war ebenso wichtig. Der Freizeitbereich gibt doch Ihnen genau diese emotionalen Kontexte, die so wichtig sind, damit eine Sprache erworben wird. Begegnungen ermöglichen, steht hier weiter, und gemeinsame Aktivitäten mit anderen Sprachgruppen zu organisieren, so dass es aber nicht zu organisiert ausschaut, sondern natürlich in dem Sinne, wie Sie es natürlich wissen können. Und was wird noch vernachlässigt, das ist das integrierte Sprachlernen. Sie werden schon bemerkt haben, ich habe nicht so klar unterschieden zwischen Fremdsprachen, L1, L2, L3, Minderheiten, hochmobile Personen, alte Minderheitensprachen, neue Immigrantensprachen, weil das Gehirn auch nicht danach unterscheidet. Es unterscheidet nach Erleben. Wie erlebe ich diese Sprachen? Das andere, diese Kategorien, die wir rüberstülpen, sind gesellschaftliche Kategorien. Die können wir aber auch überwinden. Beispielsweise
durch Sachfächer, die auch in diesen Sprachen unterrichtet werden. Also der sogenannte CLIL-Unterricht, der in Europa wirklich ein wichtiger Transporteur geworden ist für fremdsprachliches Lernen. Aber da könnte man auch andere Sprachen integrieren. Die Integration also anderer Sprachen im Unterricht. Es darf auch in einer Stunde mehr als eine Sprache Platz haben oder es darf auch auf eine andere Sprache verwiesen werden. Das Gehirn macht es sowieso. Auch wenn Sie einsprachig eine Stunde gestalten, das Gehirn schafft immer Verbindungen zu den anderen Sprachen. Weshalb nutzen Sie es nicht? Es muss nicht pervasiv sein, aber es kann als Stütze doch genutzt werden. Und was das Allerwichtigste ist, ist die Wertschätzung der in der Klasse vorhandenen Sprachen. Ich denke, das ist einer der wichtigsten Motoren, damit die Kinder auch ihre weiteren Sprachen erwerben, sofern es nicht beispielsweise als L1-Kind mit Deutsch auf die Welt gekommen ist und entsprechende Eltern gehabt hat. Darf ich Ihnen eine kurze Anekdote erzählen? Vorgestern, wir haben dieses Projekt an der Goetheschule, haben wir die ersten Resultate aus spontanen Erzählungen von Erstklässlern angeschaut. Da gab es ein Kind albanischer Eltern, das sehr verstockt war. Und die Lehrer sagten, es spricht nicht Deutsch, was sollen wir tun? Die Interviewerin, eine Person aus unserer Forschungsgruppe, hat jedes Kind einzeln mit einer Begleitperson befragt, mit einem erzählfördernden Input natürlich. Und das Kind wollte effektiv nicht sprechen, konnte nicht und war einsilbig. Das Ganze haben wir gehört. Das war eben so eine Versammlung wie hier, ungefähr 80 Personen. Und dann hörte man auf diesem Tonband, wie Lehrperson, die aber in diesem Forschungsprojekt mitarbeitet, sagt, weißt du, ich kann auch ein paar albanische Wörter. Dann hörte man, wie das Kind macht, hä? Und dann hat diese Lehrperson drei albanische Wörter gesagt. Wissen Sie, was nachher passiert ist? Das Kind war hoch erfreut und hat losgesprudelt auf Deutsch mit allen möglichen Wörtern, die es hatte. Aber es hat gesprochen. Und die Lehrer, die das Kind in der Klasse hatten, haben es nicht erkannt. Ja? Also so wenig braucht es. Drei albanische Wörter, um jetzt bei diesem Kind diese Wertschätzung auszudrücken und es eigentlich auf eine Ebene zu bringen, wo vermittelt wird, es ist okay, dass du Albanisch kannst, jetzt kommt einfach die nächste Sprache dazu. Aber weißt du, ich kann auch ein bisschen von dir. Ich glaube, das ist eine Vermittlung, die für Sprachlernen später, also für Deutsch L2 oder L3, wichtig ist. Ich habe schon gesagt, die Schule allein kann es nicht richten. Ich denke, es bräuchte ein, sollen wir es Gesamtsprachenkonzept nennen, wir können es auch anders nennen, ein Sprachenkonzept einfach einer Region. Ich halte nicht viel von, vielleicht weil ich in der Schweiz geboren bin, nicht viel von gesamtnationalen Großplänen, weil jede einzelne Region doch sprachlich so verschieden und reichhaltig ist. Ich würde eher dazu raten, in der Region ein Sprachenkonzept zu verankern, weil es da immer dann spezielle Migrantengruppen, aber auch beispielsweise Minderheiten gibt, Volksgruppen, die es zu berücksichtigen gilt. Und dass die Schulen auch ihr Profil gestalten können, je nach Anforderungen, mit einer Beteiligung der Eltern und natürlich der Zivilgesellschaft. Ich denke, dass es Maßnahmen braucht, und hier habe ich einige aufgezählt, aber wahrscheinlich kennen Sie diese schon und es ist abwegig, diese hier aufzuzählen. Also Orte zu gestalten, wo die andere Sprache auch mit berücksichtigt wird, also wo es Bücher gibt in anderen Sprachen, andere Medien, das kennt man hier wahrscheinlich schon, dass man Bürgerdienste hat, die in verschiedenen Sprachen angeboten werden, sicher auch. Sie kennen vielleicht weniger, dass es eine neue Bewegung gibt in der angewandten Sprachwissenschaft, das Linguistic Landscaping. Sie haben alle Handys mit einer Fotofunktion. Ja? Fotografieren Sie einmal an einer Straße alle Schilder. Sie werden sehen, wie mehrsprachig Ihre Stadt ist, auch jedes Dorf mittlerweile. Das mache ich manchmal als Bewusstseinserweiterung mit Studenten. Das ist ganz erstaunlich, was zutage kommt. Oder lassen Sie Sprachbiografien erzählen. Ich habe hier den Kollegen, der diese Bewegung in Österreich begonnen hat, Sprachbiografien aufzunehmen, Professor Krumm.
mit seinen schönen Zeichnungen auch dazu. Lassen Sie mich mal erzählen, was in der Familie alles für Sprachen eigentlich gesprochen werden. Meistens wissen die Kinder viel was von ihren Kameraden, was die können. Die Eltern wenig, die Schulleiter meistens ganz wenig. Wir haben das auch wissenschaftlich untersucht. Eine Idee, die mir sehr lieb ist, ist Migranten beispielsweise einen Ort zu geben, wo sie sich verwurzelt fühlen können. Weshalb nicht einen Hain irgendwie zu gestalten, wo Migranten Bäume pflanzen können, in einem Ritual dann sagen können, hier habe ich einen Baum, ich gehöre auch hierhin, nicht nur, aber auch. Ein solches Ritual, das eine Stadt aufstellt, ich erzähle es allen Bürgermeistern und so, irgendjemand macht es dann mal wahrscheinlich. Und was wir in Bozen auch gerne tun, das ist regelmäßig mit den Schulämtern eine Tagung zu gestalten, alle 2 Jahre, die wir nennen Wissenschaft trifft Schule oder Schule trifft Wissenschaft. Ich weiß nicht mehr, ob wir so oder so herum gemacht haben, spielt keine Rolle. Aber wo wir uns bemühen und auch das Schulamt sich bemüht, einfach zu wissen, was ist im Moment, was sind so neue Erkenntnisse, auf denen wir aufbauen können. Wozu ich Sie ermuntern möchte, ist, Sie als Lehrpersonen, als Entscheidungsträger, den eigenen Weg zu finden und dabei mit der Frage zu beginnen, welche Bedürfnisse sind in einer Region, in einer Gesellschaft vorhanden? Diese Antwort kann verschieden ausfallen. Welche Sprachsituation liegt eigentlich vor? Was wollen wir erhalten? Was wollen wir entwickeln? Denn eines sollte klar sein, viele Wege führen zum Ziel. Doch das Ziel muss klar sein. Wir sind am Landen. Der Pilot, die Pilotin bedankt sich. Sie bedankt sich vor allem bei der Crew, die es ermöglicht hat, dass wir auf dieser Reise hoffentlich von diesen Forschungsschwerpunkten unseres Kompetenzzentrums Sprachen, Sprachkompetenzen, Sprachkontakt und Sprachdidaktik hoffentlich ein mundendes wie reichhaltiges Menü haben ausgeben können. Hier einige Personen, die ich namentlich erwähnen möchte, die dazu beigetragen haben, dass wissenschaftliche Resultate verbreitet werden können. Und Ihnen, geschätzte Passagiere, hoffe ich, dass wir nun sanft aufsetzen und in eine spannende Diskussion einsteigen können. Vielen Dank.